Jetzt ist es raus. Michelle und Eric Filippi wollen den nächsten Schritt wagen und heiraten. Doch die Sache soll klammheimlich über die Bühne gehen. Schlagerstar Michelle und ihr Freund Eric Filippi trennen 25 Jahre, doch das hält das verliebte Paar nicht davon ab, ihren Weg zu gehen. Trotz zahlreicher Anfeindungen zeigen sich die beiden unbeeindruckt. Im Gegenteil, sie haben nun verraten, dass sie sich heimlich verlobt haben und erste Details zur Hochzeit preisgegeben. Stern Michelle und Eric Filippi. Heimliche Verlobung und Hochzeitspläne, Stern. Beim Schlagerboom Open Air mit Florian Silbereisen, 42, in Kitzbühel ließen Sängerin Michelle und ihr Liebster Eric Filippi am vergangenen Samstag die Bombe platzen. Sie sind verlobt. Eric sprach offen über den Antrag und warum die Fans es erst jetzt erfahren, heimlich sozusagen. Wir sind gemeinsam durch die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen geflogen. Für mich war klar, das ist die Frau für mein Leben. Deshalb habe ich ihr vor ungefähr 2 Monaten die Frage aller Fragen gestellt. Michelle fügte hinzu, ja, er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich habe natürlich, ja, gesagt. Wenn es um die Hochzeit selbst geht, scheinen die beiden jedoch noch keinen konkreten Plan zu haben. Aber eines ist sicher, auch davon werden die Fans erst einmal nichts mitbekommen. Wir haben auch noch gar keine Pläne. Wahrscheinlich machen wir das privat und still, verriet Eric. Eine heimliche Hochzeit also. Wir können gespannt sein, wann und wie die beiden ihren großen Tag dann doch mit ihren Fans teilen werden. Bleibt dran für mehr spannende Updates zu Michelle und Eric Filippi. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.